Wenn du eine Hoffnung hast, was sich politisch, gesellschaftlich in Deutschland verändern sollte, ich denke mal, deswegen bist du ja hier, was wäre denn deine Hoffnung? Meine Hoffnung wäre eigentlich, dass die Menschen mehr zusammenrücken. Okay. Dass nicht mehr, wie soll ich sagen, dass man sich einfach als Volk, als Gemeinschaft nicht mehr spalten lässt und trennen lässt in verschiedene Lager und sich gegenseitig gegeneinander aufhetzen lässt, sondern dass man mehr zusammensteht für die gemeinsamen Interessen und einfach versucht, gemeinsam seine Ziele und Ideen umzusetzen. Und das würde ich mir wünschen. Cool. Also politisch gesehen würde ich sagen auf jeden Fall, dass sich hier in Deutschland die Bevölkerung mehr trauen sollte. Dass es jetzt dadurch durch den Zusammenschluss hier an unterschiedlichsten Persönlichkeiten, dass sich einfach die Deutschen zusammenraffen und zueinander halten. Wir hoffen, dass mehr Mitsprache. Mehr Mitsprache. Tatsächlich, weil wir einfach alles von oben drauf gedrückt kriegen, keiner hinterfragt irgendwas und uns alle werden abgestempelt zu irgendwelchen links, rechts oder sonst irgendwas und wenn man einfach mal alles ist, ein bisschen schwierig. Wo würdest du dich denn politisch verorten? Mitte. Okay. Ganz normal. Erstmal die ganzen Politiker abschaffen. Also die ganzen Parteien alle weg und dann halt Volksabstimmung. Für alle. Für alles. Bin so eine schöne Welt. Wird jetzt auch live irgendwo? Live wie Madonna. Achso. Nö, das wäre eigentlich schon. Darauf wäre ganz stolz. Dass jeder entscheiden kann, was wie und wann wo gemacht wird. Dass bestimmt da verschlossene Türen gemacht wird. Und dass wir halt entscheiden, wo die Richtung lang geht. Und letzten Endes hier ist mein Körper und darüber haben keine anderen Leute zu entscheiden, wo sich geht. Ja. Wobei das jetzt nach einer radikalen Reform klingt, Politiker abschaffen und nur Volksabstimmungen, da irgendwie muss ein Weg dann dahin gehen. Da muss ein Weg, da muss man sich zusammensetzen und da sollte man einen gemeinsamen Weg finden, dass man da vielleicht ein besseres findet, so denke ich. Ja, das wäre unter anderem, dass sie zum Beispiel Deutschland aus militärischen Konflikten raushält. Also weil das ist so eine Sache, von Deutschland soll nie wieder Krieg ausgehen, das war mal der Grundsatz unserer neu gegründeten Bundesrepublik. Und das sehe ich jetzt halt also seit 1999 sozusagen als gebrochen und das wäre mein persönlicher Wunsch, wäre, dass wir ein Land sind, was für den Frieden steht und weniger für kriegerische Einsätze. Egal unter welchen Vorwänden das sozusagen gemacht wird, aber Waffengewalt halte ich immer für die falsche Lösung. Das wäre sozusagen die Hauptsache. Und mit der Corona-Sache, bist du deswegen auch irgendwie hier oder weil das war irgendwie der erste Anlass, oder? Ja, unter anderem. Wie soll ich sagen? Also ich würde mir wünschen, dass wir so ein bisschen gelassener an die Sache herangehen, beziehungsweise dass wir halt einfach die neu gewonnenen Erkenntnisse ein bisschen stärker in die politische Entscheidung einfügen lassen würden. Und wenn es dazu führt, dass wir uns insgesamt wieder ein bisschen mehr aufs Regionale besinnen, also quasi diese Globalisierung, die ja durchaus ein Problem für viele Menschen darstellt, also weniger für uns, aber dann doch für Menschen, die halt in den produzierenden Ländern leben, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir uns darauf besinnen, ein bisschen regionaler, eigener Handel und so weiter, das wäre so ein Ding. Also wirklich ein ganz harmloser Gedanke oder eine Hoffnung. Exakt, also ich fürchte halt einfach, dass es die Leute am härtesten erwischt. Also ich war in der Reisebranche tätig bis zu Corona und bin halt gekündigt worden, was halt nicht schlimm, aber es passiert halt. Und ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, wohin die Leute fliegen, also die Deutschen, die in der Welt ganz gerne Reisegeliebte sind, es sind jetzt die Putzfrauen, es sind jetzt die Hotelbetreiber und da reden wir jetzt halt nicht von Leuten, die eh zu viel haben, sondern von Leuten, die halt von der Hand im Mund gelebt haben und da bricht jetzt sehr, sehr viel weg. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das in Ländern bedeutet, wie, nehmen wir Indien oder so. Arbeitest du nicht, hast du kein Geld, hast du nichts zu essen und das ist halt schrecklich. Mehr Unabhängigkeit, mehr Eigenverantwortung. Dass die Leute wieder selber denken, selber mitmachen, nicht damit zufrieden sind, alle vier Jahre irgendwo ein Kreuz zu machen, die Verantwortung abzugeben. Der Politiker wird schon machen und wenn der es kacke macht, dann sitze ich zu Hause und kann mich bequem beschweren, aber aktiv werden muss ich nicht. Und das würde ich mir wünschen, dass die Leute jetzt sehen, es ist notwendig, dass doch jeder irgendwie in irgendeiner Form eine Vorstellung davon hat, wie er leben möchte und sich dafür vielleicht auch ein bisschen einsetzt. Also du meinst so richtig selber denken und eigeninitiativ handeln? Nee, und viele können es tatsächlich auch irgendwie nicht, weil sie sich nicht trauen. Aber also wer frei leben möchte, der muss sich den Schubs geben, glaube ich. Cool, ja, danke dir. Ja, dass man einfach mal mitbefragt wird, dass man einfach das Gefühl hat, dass man als kleiner Bürger auch gehört wird und nicht nur alles oben entschieden wird, weil man hat das Gefühl, die Schere zwischen oberer Macht und normalen Bürgern wird halt immer größer und es wird halt verkauft als Demokratie, aber wir haben halt überall mittlerweile Zensur. Man wird angefeindet, wenn man eine andere Meinung hat und dann wird man immer in irgendeine Ecke gedrückt, dann ist man irgendwie gleich Nazi oder keine Ahnung, selbst wenn man heutzutage sagt, man mag die deutsche Sprache oder alles, wofür man in Deutschland mal stand, so Literatur und diese ganze Sache, so das Land von Goethe, das ist halt einfach alles, dann ist man gleich Nazi, wenn man mal deutsche Sprache mag und so. Also wir haben halt einfach irgendwie mittlerweile so eine
radikale Einstellungen in allen möglichen Richtungen, die ich halt einfach nicht gut finde. Und was ich halt ändern müsste, ist einfach, dass man mal wieder frei seine Meinung sagen darf. Ja, bezogen natürlich auf Corona, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache, aber ich weiß nicht. Ich würde mir eigentlich, exemplarisch ist halt die Tatsache, dass ich noch nicht mal mit einem Grundgesetz in der Hand hier frei rumlaufen darf und dafür verhaftet werde. Also das ist eigentlich so der springende Punkt für mich. Also ich will gar nicht so in Details gehen, aber ich meine, ich kann noch nicht mal sozusagen das Grundrecht, auf dem eigentlich alles hier basiert, zeigen. Und wenn ich es tue, werde ich aufgefordert, das zu unterlassen. Und wenn ich mich dagegen, wenn ich einfach weitermache, dann werde ich festgenommen. Also ich finde, es ist halt irgendwie, es ist schon fast surreal. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, ich habe, wenn man sich halt auch einige Videos anschaut auf YouTube, was mit denjenigen passiert, die dann einfach knallhartes durchziehen. Also, ja, das ist auch der Grund, warum wir einfach hier sind. Aber ich finde, das jeden Fall wieder demokratisch werden. Also, es sollte wieder frei werden. Also, ja, Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts. Ne? Also, denkst du, dass die Einschränkungen der Grundrechte momentan zu weit gehen, dass es nicht gerechtfertigt ist? Ich denke, dass sie viel zu weit gehen. Ich denke, dass es überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Corona hat keine höheren Sterblichkeitsraten als irgendeine Grippe vorher. Von daher halte ich das für völlig überzogen. Ich kann nicht glauben, dass es um Corona geht. Das kann ich einfach nicht glauben. Ja. Ja, das ist, finde ich auch erstaunlich, dass man trotz der Zahlen das immer noch so handhaft. Ich komme auch sehr verarscht vor. Weil mir das so unheimlich vorkommt, deswegen bin ich hier. Verstehe, ja. Wir sind 1980 auf die Straße gegangen, einer für Freiheit, einer für Wahrheit. Das Grundgesetz. Nice, danke dir. Für Meinungsfreiheit und Recht auf Widerstand. Super geil. Vielen Dank euch und noch einen wunderschönen Tag. Ja. Ja, danke. Also in erster Linie hoffe ich erstmal, dass diese Einschränkung der Grundrechte, die permanente Einschränkung der Grundrechte hier, die wir seit ungefähr 8 Wochen jetzt mittlerweile haben, dass das beendet wird. Und zwar nicht morgen, übermorgen, nicht erst am 5.6., sondern eigentlich sofort. Also denkst du, dass die Corona-Sache das medizinisch nicht rechtfertigt, diese Einschränkung? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Mein Gott, ich will einfach, dass die Grundrechte vollumfänglich, so wie sie, sag ich mal, am 15. März bestanden haben oder am 13. März, dass das so wieder in Kraft gesetzt wird. Und wenn das als erster Schritt getan ist, dann können wir hier über alle möglichen Veränderungen reden. Nein, und persönlich, jetzt um meine persönliche Meinung, glaube ich nicht, dass die Entwicklung dieses Virus, der ja irgendwie da ist, das will ich ja gar nicht leugnen, das sind diese Einschränkungen, wie sie derzeit gemacht werden, rechtfertigt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich will jetzt hier nicht sagen, dass da irgendeine große Verschwörung, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Und ich will auch gar nicht Boshaftigkeit unterstellen, wenn Dummheit einfach ausreicht. Würde. Ja, also so ganz persönlich. Und ansonsten, nö, ich will einfach nur, dass meine Grundrechte wieder da sind, wo sie am 15. Naja, es ist schwierig zu sagen. Also ich gehe halt davon aus, dass der menschliche Widerstand global natürlich voll gemacht werden sollte. Als Hauptzweck sollte natürlich Widerstand dienen, bestehenden Verhältnisse vorzugehen, wie zum Beispiel, was man halt jetzt sagt, das Finanzsystem. Das war halt heute Abend. Was stört dich am Finanzsystem? Naja, dass das Geld durch die Federal Reserve Bank aus dem Nichts geschaffen wird. Aber eigentlich unser Geld, der Euro ja nicht. Das Dollar-System. Ja. Aber wir haben auch Fiat-Geld. Ja, genau, also das sehe ich halt. Ja. Also, dass sozusagen die Unterjochung des Geldeinflusses halt natürlich ziemlich stark präsent ist seit 100 Jahren. Und ja. Ob ich jetzt mit einer Deutschlandflagge hier stehe oder mit einer Jamaika-Flagge, ist mir eigentlich relativ latte. Hauptsache,
man sieht, was halt die Wurzel des Problems ist, und das ist halt das jetzige neofeudalistische Geldsystem. Servus auf jeden Fall. Recht hast du, ja. Es ist gesetzliche Zahlungsmittel überall. Das ist keine Freiheit, ja, das ist Wahnsinn. Und ich sehe es halt so, wir sollten uns halt als Menschen nicht spalten lassen zwischen links oder rechts. Also das Problem ist ja zwischen oben und unten, ja, und dementsprechend. Da sollte man halt sich jetzt nicht irgendwie... Wer ist oben? Naja, oben, das ist halt die gute Frage. Es gibt halt einflussreiche Mächte hier auf der Welt. Wenn man jetzt mal sieht, wie viel Einfluss Bill Gates hat, nur mal so als kleines Beispiel, dann hinterfrage ich natürlich schon, warum solche Leute Einfluss auf politische Ämter haben oder Zeitungen, Medien finanzieren können. Und ja, Leute, die, sagen wir mal, das Geldsystem als Ganzes kontrollieren, da könnte ich jetzt bestimmte Beispiele nennen. Ja. Es gibt eine Machtelite, ja. Das, wird doch, das ist das tatsächlich. Also. Die halt die Völker gegeneinander hetzt, und ich bin halt nicht dafür, dass wir uns gegeneinander aufhetzen, sondern dass wir ja eine Pause. Ich wollte dich sowieso noch fragen, warum hast du eigentlich jetzt genau die Deutschlandflagge mitgenommen, die jetzt abgenommen wurde? Also sozusagen, die du jetzt wegstecken musst hier. Warum ich die jetzt wegmachen musste? Nee, warum du die mitgenommen hast. Also. Ach so, ja, das hat den Grund, naja, ich stehe ja für das Grundgesetz ein, und die unterschiedlichsten Völker auf der Welt repräsentieren ja irgendwas. Ich stehe halt für Einigkeit und Recht und Freiheit. Und dafür steht ja auch die Deutschlandflagge. Und das ist jetzt alles so gemeint, dass ich jetzt nicht für Nationalismus oder so stehe. Ich bin eher patriotisch eingestellt. Das heißt, ich bin für Vielfalt der Völker. Ich hasse keine anderen Völker, aber liebe mein eigenes Land und will Frieden für alle Völker. Also alles geschmeidig. Ja. Kannst du das nachvollziehen, dass du jetzt aufgefordert wurdest, die Flagge wegzustecken? Ja, natürlich, weil sich natürlich einige Leute hier ziemlich provoziert fühlen können von der, ja, von der Flagge des Landes, in dem sie leben. Ja, es gibt halt Menschen, die fühlen sich schon mit nationalen Symbolen ziemlich stark konfrontiert dann, und im schlimmsten Fall, ja, muss man es halt dann wegnehmen, nicht dass es dann halt Stress gibt. Die selektive Wahrnehmung oder die selektive Aufnahme von Leuten ergibt dann am Ende das Narrativ, alles klar, es hat hier nichts mit Demokratie zu tun, sondern sozusagen der rechte Rand, der Pöbel macht sich jetzt auf mit seinen Verschwörungstheorien, um das zu machen. Also so. Das wird halt so gesagt, wobei, wenn man die Leute mal persönlich fragen würde und nicht über sie sprechen würde, dann würde da natürlich ein bisschen mehr bei rumkommen, statt über Leute zu urteilen, die jetzt eine Deutschlandflagge tragen. Also wie schon gesagt, ich bin Patriot und habe kein Problem, mit der Flagge rumzulaufen. Ich habe keinen Bezug zum Nationalsozialismus oder zu Nationalismus. Also das ist halt nicht meine Welt, aber ich stehe halt fürs Grundgesetz da, für Einigkeit und Recht und Freiheit. Genau, es ist halt nicht WM gerade. Ja. Und deswegen kriegst du hier schon damit. Ja, mein Gott, also ich habe damit jetzt kein Problem, wenn jetzt einer mich dafür kritisiert. Also ich bin Meinungspluralist, ich bin für Meinungspluralismus, und wenn halt jemand mit mir reden will, ganz ehrlich, soll er herkommen und mit mir reden. Deswegen bin ich hier. Ja, also ich habe jetzt nichts gegen andere Völker, gegen andere Nationalstaaten. Ja, ich bin für Freiheit der Völker, und was dann halt die anderen darüber denken, bleibt halt denen überlassen, ist ja nicht mein Problem. Ja, klar, natürlich, jeder ist für seine eigene Meinung verantwortlich. Und auch, dass er halt hinter die Kulissen guckt und so. Ja, klar. Ich meine, mein halber Freundeskreis hat sich von mir abgespalten im Moment, weil sie auch denken, oh Gott, jetzt spinnt er total. Und andere sagen, naja, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wir reden uns den Mund fröhlich über die Situation. Ihr checkt jetzt einfach nicht, ne? Ja. Also ich bin halt kein Mensch, der sagt, das Problem ist zwischen rechts und links, sondern zwischen oben und unten. Ich bin jetzt keiner politischen Partei angehörig. Will ich auch nicht, weil ich dann meine politische Unabhängigkeit verlieren würde. Ja. Dementsprechend alles easy. Ich mache mein Ding, wenn jemand ein Problem damit hat. Die Polizei, gut, dann kooperiere ich halt. Der Puffer zwischen oben und unten. Ja, mein Gott. Also zwischen... Ja, also, aber ich scheiß mich jetzt hier auch nicht ab, mal vom Alexanderplatz mit einer Deutschlandflagge rumzulaufen. Habe ich vorhin gemacht, und da hat niemand sein Maul aufgemacht. Ja. Und hier sind die Leute auch entspannt. Ich habe auch genug Freunde aus der linken Szene,
dementsprechend, also... Ich dachte mal, ich komme aus der Linkszene. Bis das hier ja, zu mir sagt man ja auch, ich bin also, links. Also aus, ja. aus der humanistisch-pluralistischen ja, Ecke. Ja klar, ich bin ja auch humanistisch. Ja. Ja, ja. Und ich, zu mir würde man sagen, ja, du bist rechts, weil ich jetzt mit einer Deutschlandflagge rumlaufe. Wenn ich jetzt nicht mit einer Deutschlandflagge rumlaufe, meine Meinung frei äußere, die jetzige Globalisierung kritisch betrachte, na, dann ist es natürlich so, dann werde ich als links dargestellt vor anderen Leuten na, oder wahrgenommen, je nachdem. Aber es ist natürlich so, dass ich von mir aus so sehe, ich bin mehr so 360 Grad eingestellt. Ja. Ja, und ich bin, also wenn man fragt, ich bin erstens mein eigenes Energiefeld ja, und zweitens ein normaler Mensch. Ich call it Querfront. Ja, genau. so, weißt du, so. Ja, deswegen, man, alles entspannt. Die Leute sollen mal hier ein bisschen ihre Basis chillen und dann kann das alles friedlich ablaufen. In Frankreich ist es ja auch so, die eher konservativen Rechten demonstrieren mit den Gelbwesten, also mit den Linken, also zusammen, also links und rechts kooperativ, das finde ich super. Aber hier müssen wir es halt auch mal auf die Reihe kriegen. Nicht? Ja. Shalom. Shalom. Also ich bin hier wegen der Wahrheit und der Freiheit. Und ich glaube an die Zukunft, an eine gute Zukunft und ich glaube an mehr Menschlichkeit. Ja, genau. Und ich glaube, wir werden immer mehr. Und denkst du, die Wahrheit und Freiheit sind gerade, werden gerade angegriffen irgendwie oder sind in Gefahr? Die Wahrheit ist schon lange in Gefahr, war schon immer in Gefahr, aber jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Und die Lügen können wir jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Die Lügen, die sind schon viel zu viele Jahre mal gelebt worden, uns vorgelebt worden. Und wir haben ein Recht auf Freiheit. Das ist, daran glaube ich nicht nur, ich weiß, dass es so passieren wird. Kannst du konkret irgendwas sagen, so irgendwas, was dich am meisten stört oder irgendeine Lüge, die irgendwie, wo du sagst, das ist wirklich schlimm? Also am schlimmsten finde ich, dass man uns diesen Impfzwang aufdrücken will. Und das ist ein absolutes Menschenverbrechen. 7 Milliarden Menschen impfen, ohne uns zu fragen, das ist das schlimmste Verbrechen, was ich bisher gehört habe. Und dieser Plan wird scheitern, denn dafür stehen zu viele Menschen drauf, die sich das nicht gefallen lassen. Davon bin ich überzeugt. Dieses Spiel, dieses böse Spiel machen wir nicht mit. Ja, dass wir unsere Meinung äußern dürfen, unsere freie Meinung und dass wir Recht haben, uns zu versammeln und unsere Meinung kundtun dürfen und dass die Maulkorb nicht abgeschafft wird, sofort. Es ist symbolisch für mich, Redeverbot. Und unbedingt, dass also diese widersprüchlichen Aussagen von ganz wenigen sogenannten Experten, Virologen und allen, dass da also die Mehrheit, da gibt es so viele Wissenschaftler und Virologen, die auch was dazu zu sagen haben, dass sie ihre Meinung äußern dürfen, also zur freien Meinung. Und ja, dass es nicht sein kann, dass die Pharmaindustrie die Regierung, die Politik bestimmt, was vorgegeben wird. Dass es eigentlich die Pharmalobby und wenige Menschen sind, die viel Geld irgendwo reinstecken und meinen, damit die Politik bestimmen zu können. Also und den Menschen zu knechten und frei zu halten. Ich wurde am Mittwoch gefilmt vom Spiegel. Ich wurde Mittwoch gefilmt vom Spiegel TV, wusste ich nicht, bin hinterhergerannt und hab gedacht, jetzt werden sie mich abstempeln als Vollpfosten der Nation. Ich habe versucht, das Beste zu erzählen. Ich bin ja in der Bösball-Kamera. Filmt ihr schon? Ja. Was? Okay. Ja. Dann Spiegel TV, was hast du denen erzählt? Ja, die haben mir Fragen gestellt, wie ich zu den verschiedenen Sachen denke, zu Impfung und ob unsere Freiheit geraubt wird. So, ich sag mal so Pfandfragen. Also die meisten, die jetzt die Frage bekommen, glauben sie, dass ein Chip in der Impfung ist? Sagen dann ja und so. Und dann werden die gleich abgestempelt als Verschwörungstheoretiker mit Chip und Bill Gates und so weiter. Und so eine Fangfrage haben sie mir gestellt. Und ich habe lange überlegt, was ich antworte bei den Fragen.
und habe gesagt, gab rein, ich glaube nicht, dass da ein Chip drin ist. Ich glaube, es wird generell irgendwann vielleicht ein Chip geben, der eingeführt werden wird in der Hand. Und ich habe so überlegt immer, was ich denen antworte, obwohl ich nicht wusste, wer das ist. Ich wollte nicht einfach was Dummes daher, weil man wird einfach zu schnell abgestempelt als Idiot, als Armutträger, als Verschwörungstheoretiker. Aber dass man ein Mensch ist, ein ganz normaler Mensch ist, der seine Rechte verliert oder genommen werden wird, werden Freiheitsrechte vor allem, ich habe auch ein Handzettelchen gemacht, unsere Grundrechte werden jetzt massiv eingeschränkt. Ich darf mein Plakat nicht zeigen. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, am Mittwoch-Demo musste ich das auch wegstecken. Ansonsten hätten sie mich abgeführt und 1000 Euro Strafe wurde dort angesagt am Mittwoch. Die Leute, die länger geblieben sind als nach der dritten Abendsammlung, die wurden mit Polizeigewalt extrem abgeführt und haben alle eine Strafanzeige von 1000 Euro gekriegt. Das haben sie gedroht und viele sind nicht auf dem Platz geblieben, weil sie dann Angst bekommen hatten. Und wer hat schon 1000 Euro? Also ich habe es auch nicht. Ich war dann abseits und dachte mir so, heilige, und die kam mit Polizeigewalt und ich hatte Angst bekommen. Und das kann nicht sein, dass uns Angst gemacht wird, nur weil wir unsere Meinung sagen. Das Argument ist ja immer, die Krankheit ist so gefährlich und wir müssen jetzt deswegen alle... Und viele Wissenschaftler, auch hier auf der Seite hier, oder die damit machen, belegen schon das ganze Gegenteil, dass die Krankheit nicht gefährlich ist. Nicht gefährlicher als eine Grippe, sagen wir so. Für Risikogruppen ist das gefährlich, aber das ist eine Grippe auch gefährlich. Aber nicht für Kinder und Erwachsene, die ein gutes Immunsystem haben. Aber wir kriegen auch die Grippe. Also ja, und jetzt ist momentan viel gefährlicher, ist diese Situation, in der wir uns befinden. Wir werden nämlich psychisch destabilisiert und wir haben Angst um unseren Job, um unsere Kinder. Wir haben keinen Kita-Platz oder dürfen nicht zum Kita bringen. Und das ist ein Ausnahmezustand. Wir müssen mit Maske umherlaufen, obwohl die Maske auch nicht die Luft rauslässt so richtig. Und es fallen Leute um, weil sie zu lange mit der Maske umherlaufen und sie keine Luft kriegen. Und wir werden nicht aufgeklärt, wir werden nicht von Ärzten in den Medien aufgeklärt, was wirklich ist, sondern nur in den Alternativmedien. Ich bin anderer Meinung, .de und nicht ohne Unheil. Mir fällt noch ein, dass die Würde des Menschen ist jetzt total untergraben. Und also meine Mutter war im Krankenhaus und ich durfte sie nicht besuchen und durfte ihr nicht mal ein paar Blumen bringen. Und die ganzen alten Menschen, ich finde das so traurig, erbärmlich, die eh schon so viel durchgemacht haben, die jetzt auch noch geknechtet werden, zu Hause isoliert zu sein. Und die Grundrechte der Menschen, die scheint anscheinend nicht mehr zu geben. Ja? Also die Würde des Menschen ist außer Kraft gesetzt worden. Das Argument ist ja immer, dass die Krankheit so gefährlich ist, dass wir diese Einschränkungen alle haben müssen, weil wir sonst alle tot umfallen. Ja, aber man hat ja jetzt, die sind sich ja alle nicht mehr einig, die Verantwortlichen mit den Zahlen rauf und runter und jeder wird dazu gezählt, egal an was er erkrankt war, wird als Corona-Erkrankter oder Toter dazu gezählt. Das stimmt ja vorne und hinten nicht mehr. Was bröckelt ja jetzt auch langsam überall in den Medien durch und die Regierungsparteien sind sich alle völlig uneinig und die Wahrheit, also dass das alles irgendwie, dass Corona, also mir kommt so vor, Corona wird benutzt, um uns Sachen, Gesetze und Maßnahmen aufzuzwingen, die uns sehr unsere Grundrechte nehmen, uns absolut einschränken. Und ich finde es sehr erschreckend und bedrohlich. Und das ist wirklich so wichtig, dass wir aufwachen und die Unwahrheit erkennen und ins Handeln kommen, was verändern. Wir dürfen nicht einfach nur zusehen, ja, und dann gehen wir halt mit dem Maulkorb einkaufen. Hauptsache, wir können es ja noch einkaufen gehen. Aber ich erkenne das, wenn ich das sehe irgendwo. Ich habe mir einen Attest geben lassen, obwohl ich keine gesundheitlichen Einschränkungen habe, habe ich einen Attest bekommen, lege ich in den Einkaufswagen, alles überhaupt ganz einfach. Und wenn ich das wahrnehme, die Menschen, die mit diesem Maulkorb rumlaufen,
Das ist so erniedrigend und dass die Menschen nicht merken, wie sie erniedrigt werden. Und nur damit sie einkaufen, na, machen wir, Hauptsache, nehmen wir noch hin. Ja, das wollte ich mal sagen. Ja, sehe ich genauso. Also die Zahlen sind schon so, dass es eine schwere Grippe ist, wie siehst du, von den Todesfällen. Aber dann müssen wir jetzt alle 3 bis 4 Jahre alles komplett schließen und dann Zwangsimpfung machen. Genau, die Zahlen von den letzten beiden Jahren waren ja wohl viel höher. Der Influenza-Grippe. Und die Zahlen sind ja komischerweise überall sehr niedrig. Und, auch da, wo kein Lockdown ist, ja. Ja, genau. Ja. Genau, also Schweden, ne? Ja. Schweden, die keinen Lockdown hatten und andere Länder. Südkorea, Japan, Taiwan. Ja. Also es stimmt vorne und hinten nicht. Und ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen diese Lüge erkennen. Und für ihre Freiheit, für ihre Grundrechte einstehen, auf die Straße gehen. Und ja, danke. Danke dir. Freiheit. Weißt du, unsere Freiheit ist gerade in Gefahr. Natürlich. Durch die. Die Demokratie ist in Gefahr. Definitiv. Weil, also siehst du nicht so, dass der Virus jetzt so gefährlich ist, dass man deswegen alles so schließen sollte, wie man es jetzt getan hat? Oder definitiv nicht. Ja. Danke dir. Den Schnuller hast du jetzt, weil. Den Schnuller, den, sag ich dir ganz ehrlich, ich war heute mit meiner Enkeltochter auf dem Spielplatz. Hm. Weil da habe ich in meine Tasche gesteckt und dann bin ich zum Reichstag gefahren. Und weil ja da die Leute gegen Mundschutz sind und alles sowas und ich ja auch gegen Mundschutz bin, dachte ich mir, wenn Redeverbot herrscht, dann stecke ich mir einen Schnuller im Mund, weil kleine Babys können auch nicht reden. Deswegen habe ich den Schnuller im Mund. Ja, ja. Man muss auch Spaß haben dabei. Ja, klar. Man muss auch auf eine lustige Weise demonstrieren. Ja, nee, man muss auch zeigen, dass man Mensch ist. Und man sich vor nichts verstecken muss. Egal welche Religion, egal welche Nationalität, egal welches Aussehen. Hm. Das ist, spielt alles keine Rolle. Und schon gar nicht heute. Und in Zukunft auch nicht mehr. Sollte es nicht spielen. Hm. Denn eigentlich sind wir keine Demokratie. Und es gilt, die Demokratie zu verteidigen. Bin ich fester Überzeugung. Deswegen bin ich heute hier. Würdest du dich politisch irgendwo verorten? Hast du... Nein, gar nicht. Ich bin ein Mensch. Ich habe Gott gegebene Rechte. Und die stehen mir zu und die darf mir kein Mensch nehmen. Denn Gott hat sie mir gegeben. Ich habe vorhin am Reichstag einen Polizisten gefragt, ob ich ihm eine Frage stellen darf. Und er meinte ja natürlich. Dann habe ich ihn gefragt, ob er seine Kinder verhaften würde, wenn sie dort wären. Und da meinte er, ich soll ihn mit dem Scheiß in Ruhe lassen. Das interessiert ihn nicht. Ob links, rechts, Mitte, ist ihm egal. Er ist dafür da, um den Verkehr zu regeln. Also das fand ich schon ein bisschen traurig. Dann hat er mich später zu verstehen gegeben, dass meine Frage ihn geärgert hat. Und er mich darauf hingewiesen hat, dass ich jetzt gerade am Stänkern bin und weggehen soll. Daraufhin habe ich erwidert, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Ich habe sie doch gefragt, ob ich ihnen eine Frage stellen darf. Sie haben doch mit Ja geantwortet. Und er meinte, das interessiert mich nicht mehr. Mach, dass du wegkommst. Traurig. Traurig, ja. Aber es ist halt so. Ja. Also ich denke mal, dass die Polizisten, also dass viele der Polizisten schon wissen, dass sie einen großen Fehler begehen. Denn die Regierung ist nicht haftbar, aber alle die Handlanger sind haftbar. Kennst du Remonstrationspflicht? Remonstrationspflicht? Ja, dass der Polizist seinem Vorgesetzten gegenüber auch prüfen muss, ob der Befehl, den er jetzt bekommt, rechtmäßig ist oder nicht. Der hat die Pflicht, das wieder zu zeigen. Ja. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, aber ich denke mal nicht, dass das irgendein Polizist macht, da ja, der Job auf dem Spiel steht. Und die Vergütungen, die man jetzt in der Pandemiezeit bekommt, diese Gefahrenzulage und alles sowas, da würde ich, ja, ehrlich gesagt, als Polizist auch erstmal überlegen, bevor ich irgendwas mache. Gerade in der wirtschaftlichen Situation, die heute herrscht, ja, bleibt ihnen eigentlich nichts anderes übrig, außer sich dem erstmal zu beugen, was denen vorgesetzt wird. Habe ich gar nicht gecheckt, also die Polizisten kriegen jetzt quasi einen Bonus, Corona-Bonus, oder? Ja, natürlich, komm, ein Corona-Bonus. Ja, die setzen sich ja jeden Tag der Gefahr aus, infiziert zu werden. Deswegen, also in Krankenhäusern ist das auch. Also meine Tochter bekommt 150 Euro Gefahrenzuschlag für einen Monat. Und bei der Polizei wird es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Was genau, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, sie kriegen eine Gefahrenzulage. Damit erkaufst du dir auch Loyalität von denen dann? Genau, so sieht's aus. Wie gesagt, ich bin mit der DDR aufgewachsen. Ich habe 89 erlebt, da war mein Kind aber damals gerade geboren. Da bin ich nicht mit rausgegangen und deswegen bin ich heute hier. Hm. Wie gesagt, ich hoffe, die Menschen möchten auch alles, was gut ist für diese Welt, also Frieden, Freiheit. Das kann ich nur so sagen. Wie das entstehen soll, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass die Menschen mit ihrer Liebe das schaffen. Wir werden regiert von Profitstreben, Rationalisierungsdenken, Leistungsideologie und Kontrollsucht.
und erleben als ein Resultat davon die Herrschaft der Angst, die uns bereitwillig das höchste Gut unserer Rechtsstaatlichkeit opfern lässt, die Würde des Menschen. Wollen wir das wirklich? Man möchte unsere Grundrechte durch einen schwammigen Gesundheitsbegriff ersetzen. Das werden wir nicht zulassen. Denen, die glauben, uns kontrollieren zu müssen, sei gesagt, wenn schon Gesundheit, dann bitte richtig. Ganzheitliche Gesundheit beginnt mit der Gesundheit im Geiste. Eine gesunde Wirtschaftsordnung, die alles Leben, Mensch, Tier- und Pflanzenwelt respektiert und schützt, in der das Individuum wie auch der Planet unsere Hochachtung erfahren. Das ist, was wir möchten. Dafür stehen wir. Die unverhältnismäßige Anwendung von Zwang und Verbot ist unvereinbar mit der Idee eines selbstverantwortlichen, mündigen Bürgers. Sie ist gleichbedeutend mit dem Anfang vom Niedergang der Demokratie. Wir brauchen weder eine scheineilige Tracking-App, noch wollen wir einen Impfzwang. Selbstbestimmtheit ist ein Grundpfeiler unserer freiheitlichen Gesellschaft und sollte es gerade beim Thema Leben und Tod auch sein. Herr Drosten hat es selbst mehrmals in die Kameras gesagt. Covid-19 ist eine milde Erkrankung. Wo ist also die Verhältnismäßigkeit, die unter anderem von Verfassungsrichterin Julie C. angemahnt wurde? Wir übertragen seit Menschengedenken jeden Tag unzählige von Viren. Wollen wir ab sofort andere darüber bestimmen lassen, wer als gesund gilt und wer als krank? Wir sollten uns hüten, diese Unterscheidung zu treffen. Sie ist gefährlich. Alte Menschen verenden aktuell durch Isolationsmaßnahmen und Panik in Einsamkeit. Kleinste Kinder machen sich darüber Gedanken, was Distanz bedeutet. In Österreich müssen sogar Frauen beim Gebären einen Mundschutz tragen. Wer kann das mit seinem Gewissen vereinbaren? Darf ich der Oma jetzt nicht mehr über die Straße helfen, weil ich sie anstecken könnte? Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Was sind die versteckten Nebenkosten der Maßnahmen? Wer fragt die Sozialarbeiter und Soziologen, welche Schäden Social Distancing in unserer Gesellschaft erzeugt? Unsere Krankenhäuser brechen nicht zusammen. Unsere therapeutischen Institute tun es bereits. Wenn wir über diese Dinge nüchtern nachdenken, wird sich für den aktuellen Wahnsinn keine Mehrheit finden lassen. Statt einer lebensfeindlichen Welt, in der Menschen allein im PKW sitzen, Schutzmaske tragen. Wir wollen keine lebensfeindliche Welt, in der Menschen allein im PKW sitzen, Schutzmaske tragen. Wir wollen eine lebensbejahende Welt kreieren. Dazu brauchen wir dringend ein neues, ganzheitliches Menschenbild und immer mehr Menschen begreifen das. Eine andere Welt ist möglich. Aber wir müssen es anscheinend selbst in die Hand nehmen. Die da oben, die Banker und Berater, die Lobbyisten, die dann Politiker werden und andersherum, diese Leute, denen es anscheinend vor allem um den eigenen Profit geht, die werden es nicht für uns machen. Das müssen wir jetzt selbst gestalten. Und wir haben schon damit angefangen heute. Wir gestalten das jetzt selbst. Es gibt jetzt eine Partei, in der ich jetzt auch Mitglied geworden bin. Ich weiß noch gar nicht genau, was damit passiert. Aber ich kann nur jeden dazu auffordern, selbst aktiv zu werden, was auch immer das für jeden Einzelnen beinhaltet. Wir können die Prozesse, die passieren, mitgestalten. Und vielen Dank, dass ihr alle da seid und hier sichtbar werdet für eine lebendige Demokratie. Dankeschön. Also ich kann nur sagen, an alle liebe anderen Leute, die heute auch demonstriert haben oder die nicht so genau wissen von den Gefühlen her, wo in welche Gesellschaft ich mich jetzt einteilen möchte, kann ich nur sagen, jeder muss selbst darüber nachdenken und gerade das Thema Gesundheit, nehmt das wirklich in eure eigenen Hände und seid nicht abhängig von irgendjemand, der euch was sagt. Alles Gute. Danke dir.
gewisse Menschenmengen unterwegs sind, dann entsteht nun mal eine gewisse Gruppendynamik. Das ist mir auch klar, ohne das jetzt schönreden zu wollen. Ja. Aber alles in allem, finde ich, war ein gelungener Nachmittag. Man hat gezeigt, man ist noch präsent als Volkskörper, ohne Coronavirus verseucht zu sein, ja. Hallo Coronavirus, wo bist du? Ich such dich, ich kann dich nicht finden. Ja, du hast einerseits recht, weil es ist einfach krass übertrieben. Er ist schon da, aber nicht in der Form, dass man jetzt... Nein, man sollte es nicht völlig negieren, das ist ja Quatsch, aber mein Gott, hätten sie um die Grippewelle 2017, 2018 so einen Dampf gemacht. Also das sage ich jetzt mal als Nicht-Mediziner, als Nicht-Virologe, ja, dieses Empfinden habe ich. Mögen andere das anders sehen, aber gut. Was hältst du von dem, was hier auf dem Alex gerade los ist? Ja, ich finde das eine ganz normale Reaktion zu dem, was im Lande jetzt hier passiert. Wir haben jetzt gewisse Maßnahmen, die genommen werden, ohne juristische und wissenschaftliche Fundamente. Und das geht nicht in einer modernen Demokratie. Es sollte alles nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gehen, nicht nach Angstmacherei der Medien. Man zeigt ein paar Bilder von China und Italien und macht dann den Horror den Leuten und dann auf dieser Basis macht man dann diese Einschränkungen der Freiheit. Und diese Freiheitsbeschränkung wird nur auf die Zivilbevölkerung, ob in Deutschland oder überall in der Welt gemacht. Ich habe noch von keiner Armee gehört, dass sie die Leute für ein paar Monate entlassen wollte. Das ist nur gegen die Zivilbevölkerung und das zeigt, dass da etwas faul ist. Und das ist natürlich, dass die Leute jetzt hier auf die Straße gehen und sich dagegen wehren. Denn es ist und es öffnet den Weg für diese gewissen Theorien, dass jemand hier die Welt erobern möchte. Ja. Und hast du irgendeine Hoffnung, was sich jetzt aus dem hier alles ergeben könnte? Die Hoffnung, dass die Leute erstens wach werden und eine bestimmte Aufklärung haben und nicht nach der Angst haben, die Angstmacherei oder die Emotionen bewegt werden, sondern mit Logik und mit Wissenschaft, dass sie sich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse über Corona und über wir wissen ja diese Autopsien, dass die Leute nicht dass man die Wissenschaft vor den Augen hat und dass die Politik reagiert. Eine Sache, wo ich mir Hoffnung mache, ist, dass erstens die Politik reagiert und zweitens auch, dass die Leute zusammenhalten. Ob rechts oder links oder oben oder unten, alle Leute sollten zusammenhalten, denn es geht jetzt um die Menschenwürde, es geht um die Menschenfreiheit und die Menschenrechte. Darum sollten alle zusammenhalten und später, nachdem alles vorbei ist, können sie sich dann wieder die Köpfe einschlagen, dann können sie alles machen, aber erstmal, dass wir diese Situation überwinden. Das ist so meine Vision und meine Hoffnung. Ich hoffe, keiner schlägt sich gefallen. Ja. Und wie gesagt, also es ist der Zeit für Einigkeit, damit man die Rechte einbringen kann, sonst gibt es keine Freiheit mehr. Also es ist wirklich die Zeit zu kämpfen für Einigkeit und Recht und Freiheit.